Hallo, es ist so schön, dass du wieder da bist. Mann, ich muss mir, glaube ich, jetzt meinen anderen Spruch für den Podcast überlegen, weil irgendwie ist das schon so abgedroschen. Aber ich freue mich wirklich, wirklich, dass du da bist und dass du wieder zuhörst und dass du eingeschaltet hast. Das finde ich einfach so, so, so genial. Und heute will ich mit dir über Schenken sprechen und habe auch ein ganz tolles Geschenk für dich und zwar für all jene, die schon immer mal die Tierkommunikation lernen wollten und die sagen, oh, ich habe kein Geld dafür oder es war noch nie die Zeit dafür oder ich würde es ja gerne mal ausprobieren, aber geht es denn wirklich? Ich habe ein Geschenk für dich und deswegen will ich heute in der Podcast-Folge über Schenken sprechen. Und ich habe schon mal, erst vor kurzem mal in seinem Kurzvideo über Schenken gesprochen, aber hier jetzt mal ein Stück weit weiter. Über Schenken. Geschenke sollten immer und zu jeder Zeit aus der tiefsten Tiefe deines Herzens kommen. Wenn du etwas schenkst, dann sollte es tatsächlich aus dir heraus passieren. Du solltest es nicht tun, um irgendetwas zu erreichen, sondern tatsächlich, weil du es schenken willst, weil du jemandem etwas geben möchtest, weil du jemandem was überreichen möchtest, weil du jemandem eine Freude machen möchtest. Ich habe zum Beispiel heute ein Geschenk bekommen. Als ich mit der Ilvi beim Spazierengehen gewesen bin und heimgefahren bin, wollte das Auto gerade in die Garage fahren und sehe da einen Karton drin liegen und unser DHL-Fahrer legt die Pakete halt ab. Und ich sag's euch, ich steige aus, denke mir, ich habe überhaupt nichts bestellt. Und dann sehe ich schon, dass es ein Blumenkarton ist von Fleurop oder einem Blumenlieferanten auf alle Fälle. Und ich sehe schon einen Namen darauf und ich habe mich echt mächtig gefreut. Eine Schülerin von mir hat mir einen Blumenstrauß geschickt, einfach so. Und ich weiß, dass sie das aus tiefstem Herzen getan hat. Nicht um irgendwas damit zu erreichen, sondern einfach, weil sie mir das geben wollte. Das habe ich so gefühlt und das weiß ich auch, dass das so ist. Und das ist Schenken aus dem Herzen heraus. Ich denke, sie hätte noch nicht mal ein Danke erwartet. Tatsächlich ist es auch so, wenn nicht zufälligerweise auf dem Aufkleber ganz klein ihr Name gestanden wäre, es war keine Karte dabei, gar nichts, hätte ich nicht gewusst, von wem das ist. Aber so konnte ich mich natürlich bedanken. Ich habe das getan, weil ich mich echt so sehr darüber gefreut habe. Und weißt du, das ist Schenken aus dem tiefsten Sein heraus, aus dem Impuls, weil du merkst jetzt in diesem Moment, Mensch, Meier, der Mensch hat mir beigetragen, die freut sich. Ich möchte jetzt einfach ihr eine Freude machen. Vielleicht auch, weil es deinem Gegenüber nicht gut geht gerade im Moment oder vielleicht weil du dich selbst so reich beschenkt fühlst und das Gefühl hast, du möchtest einfach aus Freude, aus der Liebe etwas zurückgeben. Das ist Schenken aus dem Herzen. Wenn wir aus dem Herzen schenken, dann darf es auch so sein, dass wir tatsächlich nichts dafür erwarten. Kein Danke, kein Bitte, nichts. Reines Schenken ist Schenken. Ne? Wenn du immer gibst, 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 hat es möglicherweise gar nichts mit Schenken zu tun, sondern mit dem Bedürfnis, anerkannt zu werden. Und das ist echt ein Unterschied. Ja? Du geben, 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 geben und das Bedürfnis hast, dass du etwas dafür zurückbekommst. Das ist nicht Schenken. Schenken ist weggeben. Einfach so, weil man es gerade im Moment spürt, weil man es möchte. Wenn du ein Geschenk erhältst und so wie ich jetzt heute spürst, dass das einfach ohne Bedingung ist, dann macht es etwas mit dir. Es freut dich vielleicht noch ein Stück weit mehr und da ist auch dieses Danke.
so angebracht, auch wenn ich weiß, dass dieser Mensch das gar nicht erwartet hätte, weil diese Bedingungslosigkeit dahinter gestanden ist. Vielleicht magst du einfach mal überlegen, wie oft in deinem Leben du etwas schenkst, von dem du glaubst, dass du keine Erwartung hast, aber, und jetzt kommt ein ganz großes Aber, wenn du ganz ehrlich mit dir bist, wirklich, wirklich ehrlich und ganz, ganz ehrlich, sage ich dir jetzt auch, mir ist da vor kurzem was aufgefallen bei mir selber, wo ich gedacht habe, boah, ich bin der bedingungslose Schenker schlechthin. Oh nein, ich habe jetzt erst auch mal was gegeben und da war ich überhaupt nicht bedingungslos, ja. Da habe ich was erwartet, ein Danke, eine Anerkennung dafür vielleicht auch. Und ich war wütend, weil ich es nicht gekriegt habe. Also ist es vielleicht auch nicht das Schenken aus der tiefsten Tiefe des Herzens heraus, sondern vielleicht auch aus einer Verpflichtung. Nur das ist Unterschied. Schenken und Schenken gibt immer verschiedene Arten von Schenken. Schenkst du, weil du auch was geschenkt kriegst, weil Geburtstag ist und weil man das erwartet? Oder tust du es, weil du wirklich jemandem eine absolute Freude machen möchtest? Gehört das für dich zu einem guten Umgang dazu, jedem ein Geburtstagsgeschenk zu geben? Der Familie, den Freunden, dem Partner. Ja? Und wenn du so wie ich 30 Jahre mit jemandem zusammen bist, also für mich ist immer das Allerschlimmste, Geschenke vor allen Dingen auch an Weihnachten zu haben, die man einfach kauft, damit man was hat. Finde ich ganz furchtbar. Und da bin ich und mein Mann irgendwann mal zu der Übereinkunft gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir schenken nur dann, wenn wir wirklich wissen, dass wir mit diesem Geschenk, mit dem, was wir weitergeben, dem Menschen jetzt in dem Moment, er mir, ich ihm, eine unbändige Freude mache, weil es kein 0815-Geschenk ist, sondern weil es eine Bedeutung hat. Ja? Ich habe zum Beispiel meiner Schwester zu ihrem 60. Geburtstag etwas geschenkt. Und da hatte ich so viel Lust drauf, weil ich einfach wusste, wie sehr sie sich darüber freut. Und zwar, sie hat eine große Feier gemacht. Das Geschenk hat mich noch nicht mal was gekostet. Außer Zeit, ja doch Zeit. Hat eine riesengroße Feier gemacht und natürlich hatten wir auch Geschenke. Und ich habe es geschafft, einen Familienchor zusammenzubringen. Und ich bin jetzt niemand, der auf Geburtstagsfeiern hier großartig hier sich zum Affen macht. Ja, also normalerweise bin ich da eher die Zurückhaltende tatsächlich, finde das irgendwie nicht so cool. Aber in dem Moment wusste ich, wir machen ihr damit eine Riesenfreude. Ich habe die ganze Familie, also ihre Söhne, alle dazu animiert, da mitzumachen. Und tatsächlich, es hat kein einziger Nein gesagt. Es war keiner begeistert, aber alle haben mitgemacht. Und ich weiß noch, wie dann diese Feier gewesen ist. Wir haben ein Medley gemacht, ja, aus vielen verschiedenen Songs, haben umgetextet. Also wir haben da wirklich auch wochenlang geprobt dafür. Und wir sind da reingekommen und meine Schwester, was ist jetzt das? Das ist doch gar nicht geplant. Was passiert jetzt da? Und die war so berührt, vor allen Dingen, weil sie nie damit gerechnet hätte, dass ich ihr so etwas schenke. Dass ich das auf den Weg bringe. Ja? Und das bleibt für immer. Das bleibt wirklich für immer und das muss ja nicht immer auch was kosten oder so. Das kann ja auch. Es war einfach aus dem tiefsten Herzen raus und ich finde es total schade, weil ich weiß nicht, wie ich das zum 70. Geburtstag toppen kann. Das geht einfach gar nicht mehr und ich habe auch schon zu ihr gesagt, sie braucht gar nicht drauf spekulieren. Also von mir kommt das auf gar keinen Fall nochmal. Also da habe ich das jetzt einmal gemacht und das war es dann halt. Und also schenken aus der tiefsten, tiefsten, aus deinem Innersten heraus, ohne Erwartung oder ohne dessen, weil irgendjemand es möchte. Mich haben schon oft auch Menschen gesagt, haben gesagt, oh, wer war es, ihr schenkt euch nichts, dein Mann und du. Nein, das tun wir nicht. Wir haben alles, was wir brauchen.
weil wenn wir wirklich große Wünsche haben, dann erfüllen wir uns die. Aber wir warten nicht, bis wir Geburtstag haben, sondern wir erfüllen uns diese Wünsche. Und das ist wirklich nur dann, wenn etwas ganz Besonderes dabei ist, wo man einfach tief im Innersten weiß, darüber wird sich der andere jetzt echt freuen und rechnet überhaupt nicht damit. Und das sind für mich auch wirklich die richtigen Geschenke. Ich weiß noch, möchte ich ja auch noch ganz kurz erzählen. Mensch, heute erzähle ich aber ganz schön viel aus dem Nähkästchen. Dabei komme ich, gut, es geht über Schenken, ja, aber ich wollte ja eigentlich auch noch über mein Geschenk sprechen, das ich für dich habe. Aber ich wollte das einfach nur sagen. Mein Mann hatte ein American Staffordshire, ein Pitbull-Terrier, und er hat aber Bull-Terrier so sehr geliebt. Das sind diese Hunde mit dieser man sagt immer so Schweindelschnauze. Und als wir uns kennengelernt haben, hat es nicht so lange gedauert, also da hatte er Geburtstag. Und dann dachte ich mir daran, oh, was könnte ich denn schenken? Irgendwie so eine Kleinigkeit, wir waren ja noch nicht so lang zusammen. Und dann habe ich bei allen Juwelieren angerufen und habe gefragt, ob sie mir einen Schlüsselanhänger machen können, wo so ein Pitbull dranhängt. Und ich musste dafür, glaube ich, 70 Kilometer weit fahren, aber ich habe tatsächlich einen Juwelier gefunden, der sowas macht, und ich habe da eben so diesen Anhänger extra anfertigen lassen. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie mein Mann sich darüber gefreut hat, und der hat auch diesen Anhänger immer noch. Und das ist einfach etwas, wo ich sage, das ist sowas Besonderes, ja? Sowas, wo man sich Gedanken drüber macht und nicht ein Gutschein oder keine Ahnung. Und wenn man dann manchmal solche Geschenke auch hergibt, wo man auch weiß, ja, du bist jetzt eingeladen, da sollte man was mitbringen oder so, dann ist es manchmal halt einfach nicht so, dass man nicht so genau weiß, was man geben sollte. Dann ist es natürlich auch schön, wenn man dann einfach etwas mitbringt, aber es sollte trotzdem aus dem Herzen heraus sein, ohne dass man etwas erwartet. Wenn ich etwas zum Geburtstag geschenkt bekomme, dann freue ich mich total, aber ich erwarte es in keinster Art und Weise. Und umgekehrt wünsche ich mir das aber natürlich auch von den Menschen, dass die das auch nicht erwarten. Ne? Schenkst du mir was, schenke ich dir was, sondern dass man das halt einfach dann macht, wenn man die Intention dazu hat oder wenn man auch das Bedürfnis des Schenkens hat. Und jetzt komme ich zum Eigentlichen. Ich habe das Bedürfnis, etwas zu schenken. Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar möchte ich dir schenken, dass du die Tierkommunikation lernst. Ich schenke dir meine Zeit, mein Wissen und mein Know-how an 3 Tagen, am 26., 28. und 31. Juli, schenke ich dir meine Zeit, mein Wissen und mein Know-how, sodass du die Tierkommunikation lernen kannst. Ich werde dir zeigen, wie du dein Tier verstehst. Ich werde dir zeigen, wie du Kontakt zu deinem Tier herstellst. Wir werden Übungen dazu machen. Ich werde dir zeigen, wie du dein Feld ganz weit aufmachst, wie du Antworten bekommen kannst. Ich werde dir sagen, was für ein Kanal deiner ist. Ich werde mit dir auch darüber sprechen, wenn du Probleme mit deinem Tier hast, was das vielleicht mit dir zu tun hat. Du hast auch da die Möglichkeit, dein Problem vorzustellen, und ich werde mir ein paar Leute raussuchen und werde dann eben sagen, okay, das verbirgt sich hinter diesem Problem. Das könnte was mit dir zu tun haben. Oder wenn so etwas aufgetaucht, dann könnte es dieses und jenes sein. Ich möchte dir hier wirklich ein Beitrag sein, die Tierkommunikation zu lernen, in einer kurzen Zeit, und du bekommst es umsonst. Aber es ist nicht umsonst, ja? Es ist nicht umsonst, weil du etwas mitnimmst für dich. Du kannst es hinterher umsetzen, und wenn du mir genau zuhörst und wenn du alles mitmachst, dann kannst du hinterher auch mit deinem Tier sprechen. Und es würde mich echt mega freuen, wenn du mit dabei bist, weil mir es natürlich viel, viel mehr Freude und Spaß macht, wenn ich das vielen Leuten zeigen kann. Aber auch wenn es nur wenig wären, würde ich es trotzdem machen, weil vielleicht verändere ich für einen davon die Welt. Und weißt du, wenn das passiert, dann hat sich das für mich schon gelohnt. Und dann hat sich es für das Tier gelohnt. Und dann hat sich es auch für den Menschen gelohnt. Und das ist meine Herangehensweise. Und das ist auch das, was für mich
unglaublich wichtig ist. Das ist das, warum ich aufstehe, warum ich die Dinge tue, die ich tue. Einfach, weil ich möchte, dass jeder mit seinem Tier sprechen kann. Und wenn das die Möglichkeit ist, das so anzubieten, dass ich etwas kostenlos gebe, damit sich noch mehr Menschen melden, vor allen Dingen jenen, denen es sonst verwehrt bleibt, ja, weil sie einfach nicht die Möglichkeiten haben, nicht das Geld, weil sie sich nicht trauen, weil sie gar nicht wissen, ob sie es können. Aber ich will an der Stelle sagen, jeder kann es. Aber vielleicht glaubst du mir jetzt einfach noch nicht und sagst dir, ja gut, das erzählt die einfach allen, weil sie etwas verkaufen möchte. Nein, ich möchte mich dir schenken. Ja, meine Zeit, die schenke ich dir. Ich schenke dir die Zeit, damit du vielleicht deinen größten Traum erfüllst, dein Tier zu verstehen. Und ich tue das aus einer Überzeugung heraus, weil ich weiß, dass ich damit die Welt ein Stück weit schöner mache. Und zwar für alle, die dabei sind. Und vielleicht auch für dich. Ich würde mich jedenfalls mega drüber freuen. Jetzt beißt mich meine Nase. Ich würde mich wirklich mega darüber freuen. Und zwar aus dem Grund, weil sich einfach wieder für ein paar Tiere etwas verändert. Und das finde ich schön. Und deswegen, wenn du magst, dann mach unbedingt mit. Das ist schon, morgen geht schon los, ja? Morgen geht schon los. Und am Freitag und nächsten Montag. Sei mit dabei. Melde dich an. Der Link ist da drunter. Ja, du findest den Link unter dem Video. Du findest den Link in den Captures. Du kannst nachgucken und kannst einfach buchen, mit dabei sein. Und ich freue mich. Und dann sehen wir uns morgen. Und dann geht's los. Dann kannst du mit deinen Tieren sprechen. Und jetzt sage ich einfach wie immer. Und dann können wir es auch gemeinsam tun. Ja, Servus, Bussi. Schön, dass es dich gibt. Und lass uns doch gemeinsam die Welt verändern. Yay!